Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Raspberry Pi Arcos installieren. Arcos ist ein benutzerfreundliches Linux-Betriebssystem für den Raspberry Pi, basierend auf Arch Linux. Arcos ist ein sicheres Self-Hosting-System für zu Hause. Es ist momentan noch in der Entwicklung und steht vorerst nur zum Ausprobieren bereit. Arcos findet man auf der Website arcos.com. Und da Fund kann man sich derzeitig noch an der Finanzierung beteiligen. Genesis im Übrigen ist das Herzstück von Arcos, das Managementsystem, über das alles verwaltet wird. Und nun zur Installation. Alle notwendigen Dateien und Programme findet man unter Download. Hier gibt es zum einen einen Installer, der das Installieren ganz einfach macht, in Python geschrieben, für macOS und speziell für Ubuntu-Debian und für alle anderen Linux-Distributionen. Ebenso, wenn man Genesis auf anderen Systemen ausprobieren möchte, gibt es hier ein Python-Paket, das man sich herunterladen kann und auf anderen Systemen installieren kann. Und ganz unten findet man dann ein Image für den Raspberry Pi, einmal als ZIP-Datei und als tar.gz-Datei. Dann einfach die Paketdatei herunterladen und entpacken. Das habe ich hier schon mal getan. Ins Verzeichnis Argos hier. Und in dem Paket findet man dann eine Image-Datei, eine IMG-Datei, die 1,9 GB groß ist. Und diese Image-Datei, die kopiert man sich dann einfach auf die SD-Karte. Man installiert eben Arcos genauso wie auch das Betriebssystem Raspbian oder Coda oder auch Pydora. Es sind genau die gleichen Schritte. Als erstes steckt man die SD-Karte in den PC. Dann findet man mit lsblk zum Beispiel heraus, was die SD-Karte ist. Das ist hier SDB. Und dann kopiert man sich das Image auf die SD-Karte mittels Eingabe sudo dd bs gleich 1 groß m. If ist gleich, jetzt kommt das Image arcos.img und off ist gleich jetzt die SD-Karte, Schrägstrich dev, Schrägstrich sdb. Enter und warten, bis alles fertig ist. Und dann einfach die SD-Karte in den Raspberry Pi stecken und dann den Raspberry Pi starten und dann kann es losgehen. Mittels Benutzername Root und Passwort Root kann man sich beim Betriebssystem Arcos anmelden. Durch den Befehl pacman kann man Dienste, Programme und Pakete installieren und deinstallieren. Und mittels System CTL kann man Dienste starten und stoppen. Das Herzstück, das Managementsystem Genesis, erreicht man über den Browser. Man gibt ein Arcos Doppelpunkt 8000 oder auch die IP-Adresse und dann Doppelpunkt 8000, das ist der Port. Anmelden kann man sich bei Genesis mittels Admin Admin. Und dann gleich am Anfang ein neues Passwort setzen, ein sicheres. Das ist jetzt hier mal nur zum Ausprobieren, ein leichtes. Okay, und dann kann man ein bisschen herumstöbern. Man kann Genesis neu laden, das System starten und herunterfahren. Man kann sich einloggen.
Die Userverwaltung, die Serviceverwaltung steht bereit. Zeitsystem einstellen und so weiter und so fort. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück.